So, und da sind wir wieder bei Let's Play Yu-Gi-Oh! The Sacred Cards, die heiligen Karten. Juhu! Und wir machen weiter. Wir wollten gegen dieses komische Ding da kämpfen, gegen Insektor Haga. Juhu! Na gut, duellieren wir uns um Lakeda Cards. Mein toller Insektendeck macht Kleinhaus aus dir. Mein toller Insektendeck. Okay. Juhu! Okay, wir wählen mal wieder. Ne, wir nehmen mal was anderes. Wir nehmen mal. Ja, was haben wir denn hier? Die da, Yaranzo. Okay, da, okay. Ich bin an der Reihe, das ist sehr schön. Ich weiß immer noch nicht, ob das Zufall generiert ist, wer an der Reihe ist oder nicht. Keine Ahnung. Wir legen erstmal den hier. Er ist an der Reihe. Kacke. Eine sehr starke Karte. Ich habe keine starke Karte, die dagegen gut ist. Von daher nehmen wir den Topf der Gier. Hoffen, dass hier eine starke Karte dabei ist. Nein, okay. Dann legen wir den in Verteidigungsmodus und müssen mal ein bisschen gucken, dass wir es schaffen. 804. Oh, ich kack ab. Okay, wir brauchen ganz schnell eine starke Karte. Und zwar keine Opferkarte, Mensch. Verteidigung. Ja, wir müssen erstmal warten, bis wir eine 900er Karte bekommen. Das wird sonst nichts, aber jetzt hat er schon so viele Monster drauf, dass wenn er irgendwann eine Tributkarte bekommt, womit er irgendwie ein 2000 Monster rufen kann, dann sind wir echt am Arsch. Nur noch gleich Tribut? Warum nur noch die Starken? Mensch, wo sind meine ganzen anderen Karten? Wer hat das gemischt? Wahrscheinlich ich, weil ich kann nicht mischen. Wahrscheinlich hat das echt jemand gemischt, der so gut im Mischen ist wie ich und oh Gott, nein. Nein, meine schöne Karte, die ich gesetzt habe. Ja. Jetzt seid ihr dran. Die Falle, was für eine was? Achso, kann sich eine Runde lang nicht bewegen. Okay, das geht ja noch. Ha, er hat nichts entgegenzusetzen. Ha. Ja, wir setzen ein Tribut ein. Tribut für unseren Morifinien. Und greifen an. Bam, jetzt ist er dran. Jetzt ist er sowas von dran. Außer er kriegt eine Karte, womit er opfern kann. Aber nee, er hat noch keine Opferkarte bekommen. Und dann setzen wir dich ein. Und zwar aber erstmal in Verteidigungsmodus. Greifen die verdeckte Karte an. Okay. Ich hoffe, es wendet sich noch zum Guten. Aber jetzt besiegt er den. Das ist ja nicht so schlimm. Der war im Verteidigungsmodus. Eine Falle oder ein Angriffsdings. Hier kann ich nicht mehr viel machen. Verteidigen. Das ist Jinzo 7. Auch ein Jinzo, aber halt nicht so ein starker Jinzo, leider. Nicht so wie der coole, den ich jetzt bekommen habe, aber den ich noch nicht einsetzen kann, weil meine Duellantenstufe noch nicht ausreicht. Nein. Achso, ich dachte, das wäre meine starke Karte gewesen. Mann, oh Mann, oh Mann. Nee, das machen wir nicht. Kann man die auch irgendwie wegschmeißen? Nee. Ja, dann legen wir die, aber wir setzen sie natürlich nicht ein. Wäre etwas dämlich. Und greifen weiterhin an. Momentan kommen wir nicht an seine Lebenspunkte ran, weil er so viele scheiß Monster hat. Und eigentlich ist nur eine Frage der Zeit, bis er eine scheiß Opferkarte bekommt, womit er seinen 2000 Scheiß öffnen kann. Aber hier haben wir eine Monster, eine Feuerkämpfer. Der müsste doch eigentlich die Pflanzen jetzt töten, oder nicht? Ja. Okay. Zugende. Kleine Motte in Larvenmotte verwandelt. Seht ihr? Irgendwas hat sich in Larvenmotte, wir müssen sofort. Was? Sie nimmt den Gegner sofort die LPs, die Angriffskraft gegen den Gegner entsprechen. Verstehe ich nicht. So, okay. Dann. Den hier. Ja, ich wollte auch ein Tribut zahlen. Tribut. Oder sind Erdemonster nicht so gut? Ich weiß es nicht. So, und wo ist diese Motte? Wir nehmen mal das hier. Das war nicht die Motte. Aber wir müssen aufpassen, dass sie sich nicht weiterentwickelt. Da, jetzt ist sie weg. Weil die kann sich zu einer Riesenmotte entwickeln. Und die hat, glaube ich, über 2000. Da müssen wir aufpassen, dass das nicht passiert. Zur ultimativen Riesenmotte, glaube ich, wird das Ding. Dann, genau. Irgendwie so war das. So, wir greifen den an. Und dann den Regenbogenblume oder was das da ist. Und dann den. Wahrscheinlich greift er gleich meinen Pinguin an, weil der ja nur 700 hat. Aber das ist ja nicht so schlimm. Parasiten. Oh nein, er tut mein Monster infizieren, ne?
Ach, zum Glück den falschen. Ach, zum Glück nur den. Den opfern wir dann auch gleich mal. Und zwar opfern wir das auch. Und dann rufen wir den hier auf. Und dann machen wir Pam. Und jetzt Bam. Und endlich sind wir an seinen Lebenspunkten dran. Und jetzt geht's richtig los. Jetzt hat er keine Chance mehr. Ich dachte echt, ich verliere jetzt. Ey, das wäre echt bitter gewesen. Dann nehmen wir den hier. Ja, und eigentlich braucht er jetzt gar nicht mehr. Der greift an. So. Und er macht den Rest. Ach nee, ach, der hat noch so viel? Warum hat er noch so viel? Dann hätte ich ja doch besser opfern können, aber egal, wir können eigentlich gar nicht mehr verlieren. Auf jeden Fall nicht gegen solche Lappen. Das ist, oh nein. Egal. So, und jetzt bist du tot. Letzter Krieger macht letzten Schlag. Pounds. Unsere fünfte Locator-Card. Yes, sir. 30 gestiegen, 3000 Domino. Jetzt gehen wir mal in den Insektenkönigin. Oh, seht mal, die ist stark. Und ich kann sie sogar schon benutzen. Ein mächtiges Wesen, das über die Insekten herrscht. Je nach Zahl der Insekten auf dem eigenen Feld wird sie stärker. Das heißt, sie wird noch stärker, wenn ich Insekten auf dem Feld habe. Wenn er das gelegt hätte, dann wäre ich am Arsch gewesen. Wisst ihr noch, wie viele Insekten der auf dem Feld hatte? Die ganze Reihe voll fast. Gott, zum Glück hat er das nicht gesetzt. Georgi, ich habe gegen einen Wurm wie dich verloren. Igitt! Ich habe eine Locator Card bekommen. Okidoki, wir gehen jetzt erstmal mal... Wir reden mal mit denen. Redest du jetzt mit mir? Nein, okay. Wir wollen mal doch Karten kaufen, finde ich. Jetzt haben wir ja so viel Geld. Jetzt können wir uns mal Karten kaufen und mal gucken, ob wir jetzt schon mal ein anständiges Team zusammenbekommen. Willkommen. Wir haben eine gute Auswahl an Karten. Wollen wir auch welche verkaufen? Was haben wir denn hier? Sind das alles die, die schon in meinem Deck sind? Oder sind das welche, die nicht in meinem Deck sind? Ah, das sind solche, die nicht in meinem Deck sind. Okay. Ja, dann hier, warte. Kann man das sortieren? Nach Angriff. So, diese ganzen Teile können weg. Die brauche ich nicht. Die haben keinen Effekt, wie ihr seht. Bedeutet, sie sind schwach wie nichts anderes. Die können weg. Was das ist, weiß ich nicht mehr. Maskenkonstruktion. Oh nein. Ja, kannst du noch? Wir wollten mehr verkaufen. Mensch, ey. So, Angriff. Klar, Angriff ist nicht alles, sondern eine gute Taktik auch. Aber, naja, in dem Spiel... ist Angriff schon relativ gut. Okay, alles mit 400 verkaufen wir mal. Weil das brauchen wir dann wirklich nicht. So, also alles bis hier. Okay. Gut, oh, Jinzo, wenn ich den einsetzen kann endlich. Da sieht man auch mal, wie viel wert der ist, ey. Okay, jetzt gucken wir mal, was wir kaufen können. Ja, und ich möchte kaufen. Wir sortieren mal nach Angriff. Ja, oder nee, nicht nach an... Da, die große Motte, die hätte er beschwören können. Und wie ihr seht, die hat einiges an Energie. Was mache ich denn da? Nee, nee, Angriff. Okay. Oder besser, nach welchem Typ... Also ich bin eigentlich immer ganz gut, wenn wir, Typen machen. Oh, nee, nicht Typen, sondern, Hä, wo ist das denn? Rufen, war das das? Ach, Rufen sind die, Elemente. Wenn wir das nach dem machen. Ich bin ja eigentlich immer so ein Windfreak. Deswegen gucken wir mal nach Wind. Ach ne, dann muss ich das aber anders. Ne, doch. So, ist das richtig? Und das sind, glaube ich, die Windteile. Genau. Ich liebe diese Harpien, aber die gibt es hier gar nicht, weil die kann man so richtig geil aufstufen. Das ist echt unglaublich genial. Geflügelter Drache. Es gibt keine Harpien. Was nicht, weil die halt sehr stark sind, weil man sie halt eben enorm aufmotzen kann, also so richtig aufmotzen. Ach, ich weiß nicht, nach was ich sortieren soll, Leute. Wir werden trotzdem nach Windmonstern Ausschau halten. Okay. Was haben wir denn hier? Schönes. Kosten 4, dann kaufen wir den doch mal, würde ich sagen. Details. Deine Duellantenstufe liegt unter den Kosten. Das ist natürlich super, dass ich das gar nicht sehe vorher, ob ich die benutzen kann oder nicht. Steht das dann irgendwo irgendwie nicht benutzbar? Nein? Okay, dann müssen wir immer vorher schauen. Was haben wir hier denn noch für starke Karten, die wir nicht beschwören brauchen? Details. Meine Duellantenstufe liegt drunter. Wartet mal nach Angriff. Wir gucken einfach mal, was die noch haben. So im 1200er Bereich, die ich auch benutzen kann. Wie hoch ist denn meine Duellantenstufe? Mensch.
105, ja, dann trainieren wir noch. Dann trainiere ich offscreen, indem ich einfach gegen No-Names kämpfe. Das wollt ihr, glaube ich, nicht sehen. Oder ihr werdet es auch wieder trotzdem nicht sehen, weil das dauert zu lange, wenn ich jetzt gegen No-Names die ganze Zeit kämpfe. Deswegen machen wir erstmal ein bisschen weiter und im nächsten Part trainiere ich dann. Wir probieren es nochmal gegen den aus. Der möchte aber immer noch nicht gegen uns kämpfen. Hallo. Du siehst aus wie ein Duellant. Willst du ein Duell? Nein. Gegen dich kämpfe ich erst später, wenn ich trainieren möchte. Gut, dann haben wir hier anscheinend alles gemacht. Locator Cards haben wir jetzt 5. Und gehen mal zurück zum Kunst. Wir könnten natürlich gegen ihn eventuell kämpfen, aber der will mir keine Locator Card geben. Ja, ja, ich weiß, du kamst zu spät, weil du noch dein Rollenspiel zu Ende schreiben musstest. Orenturmplatz. Was gibt es dir denn noch Schönes? Hallo. Joey, immer noch hier, ey? Ja, ich weiß, das ist deine erste Locator Card. Ich habe 5, Mensch. Okay. Seltsam, ich weiß gar nicht mehr, wo ich hin muss. Aber eigentlich müssten jetzt so die bösen Leute hier auch noch irgendwo sein. Aber hier sind keine mehr. Können wir jetzt hier rein? Na, komm schon, wir können jetzt hier rein, ne? Ah, da ist Mukuba. Hey, was willst du? Na, was bringt dir deine Sicherheitskräfte? Na egal, du willst also Duellant sein. Schau mal, ein Duell-Simulator. Mein Bruder hat ihn erfunden und ich teste ihn. Trete doch mal dagegen an, denk dran, er wurde für meinen Bruder gemacht. Bist du auch gut genug und bereit? Ich möchte nicht gegen den Duellanten-Dingsbums kämpfen jetzt. Ich will wissen, wo ich hin muss. Wir gehen nochmal hier hin. Eventuell ist er wieder da. Nee. Dann gucken wir mal weiter. Was ist hier los? Hier sind auch noch diese komischen Leute. Es war schrecklich, sie sind nicht menschlich. Ja, aber im Park war nichts, Leute. Ich war im Park und da ist nichts. Der will nicht gegen mich kämpfen. Ich kann ihn so oft anfordern, wie ich will. Der Typ da drüben, er ist mir unheimlich. So ist er schon seit 2 Tagen. Oh, und er sagt nichts, kein Wort. Was bist du denn für einer? Was? Was ist los? Was willst du? Stör mich nicht, wenn du nichts willst. Oder müssen wir jetzt doch schon in den Kartenladen? Das kann sein, die haben da nämlich so eine Sadomaso-Ecke. Sag ich jetzt einfach mal so ganz vorsichtig. So. Unser Lager ist da unten. Unsere Waren befinden sich dort. Ihr könnt nicht rein. Willkommen. Nein, ich wollte nichts kaufen. Nein. Gut. Dann kämpfen wir doch mal gegen hier. Aber guck mal. Der Zugang zu diesem Gebiet ist untersagt. Kämpfen wir doch mal gegen dich. Okay, sicher. Checken wir meinen Spielplan aus. Dein Spielplan, ja. Nimm mich auch mit deinem Spielplan. Kämpfen wir mal gegen ihn. Vielleicht bringt es ja was. Okay. Ich muss unbedingt mein Deck ordnen. Aber ich muss unbedingt erst trainieren, damit ich... So, wir greifen dich an. Ah, er hat genauso viel wie ich. Dann passiert nichts. Ah, er wird besiegt. Ah, und ich leider auch. Okay. Ja, das sieht schlecht aus. Ich brauche neue Karten, unbedingt. Ich brauche ein richtig geiles Deck, weil jetzt, ihr seht, es wird unfairer. Ich verliere immer mehr Lebenspunkte. Jetzt ist es nicht mehr so, dass es immer ich gewinne. Aber hier haben wir ihn hier. Angreifen. Pounce. Zugende. Ja, jetzt hast du nichts mehr zu sagen hier, ne? Ja. War mir klar. Skelettengel und Effekt. Warum kann er seinen Effekt nicht mehr einsetzen? Ach, kann er anscheinend nur, wenn er verdeckt war. Schade. Aber egal. Dann klont er sich eben nicht. Muss er ja nicht. So, Tribut auf ihn hier. Und dann angreifen. Und so, wir machen hier, wie heißt der? Marek ist seine böse Art, ne? Ich glaube, der heißt Marek oder... Ne, Bakura oder so hieß der, glaube ich, in seiner netten Form oder irgendwie sowas. Ist das? Der ist auf jeden Fall auch in der Story ganz groß und ist ein ganz großer Bösewicht in dem Anime. Irgendwie sowas war das. Tribut. Den da. Attacke gegen diesen komischen Koribo-Klon, ey. Was für ein Schrott. Wie kann man nur Koribo als Deck-Dings haben? Man kann damit zwar irgendwie was Gutes machen, aber irgendwie auch total kompliziert. Ich würde keinen Koribo in mein Deck da irgendwie, mein Deck auf Koribo aufbauen. Wäre mir zu blöd. Wir gucken mal, ob es funktioniert. Ja, es reicht. Und damit können wir mit den Stärken wirklich die Lebenspunkte angreifen. Und bam. Und in der nächsten Runde ist er down. Außer er macht
zufälligerweise irgendwas Blödes. Aber nein, macht er nicht. Und damit ist sein Ende besiegelt. Wir greifen noch den an hier. Na, besiegen wir den riesigen High Heel. Und dead. Ich habe sich sowas von fertig gemacht, ey. Ich glaube, der hat jetzt ein Trauma, weil er gegen mich angetreten ist. Geheimnis des Porträts. Aber meine Duellantenstufe liegt unter den Kosten. Ach, ich muss mich wohl etwas besser vorbereiten. Schließlich gewinnst du ein Spiel nach dem anderen. Ich muss mein Deck besser planen. Gibt es hier sonst noch was? Nee. Ich finde das komisch. Ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss jetzt. Es gibt nichts mehr. Wo ich noch hingehen könnte. Hey, was ist los? Ich kämpfe nicht. Ich kann aber beim Training helfen. Ja, beim Training brauchst du mir nicht helfen. Gucken wir mal. Was gibt es hier noch? Reden wir mal. Hallo. Gibt es hier jemanden mit etwas Mumm? Bis jetzt hatte ich noch keinen richtigen Gegner. Es tut mir aber leid. Ah, hier sind diese Sicherheitskräfte weg. Wo war... Ach nee, da komme ich da hin. Ach so. Na super. Dann reden wir nochmal mit dem hier. Die Finsternis ist hier. Sie beruhigt mich. Ja, schön, dass sie sich beruhigt. Es ist immer noch 9 Uhr nach der Uhr. Okay, hier kann man aber nicht hin. Was erzählen die hier noch? Wacht uns nicht so. Ich muss gewinnen. Wir mussten gewinnen. Wir Brüder hatten doch nur unsere Karten. Wer auf uns herabschaut und uns aufzog, den brachten wir mit unseren Karten, mit unseren Karten zum Schweigen. Zum Schutz meiner Brüder brauche ich meine Karten. Falsch. Was soll das heißen? Mitleid nutzt da nichts. Ich habe verloren. Großer Bruder, das ist nicht wahr. Wir haben dich im Duell gesehen, tapfer und stark. Gib dir nicht die Schuld. Ja, wir werden auch versuchen, besser zu werden. Ihr zwei. So trifft man sich wieder. Willst du ein Duell? Nein. So, vielleicht war das der Auslöser für was anderes. Ich hoffe sie doch mal. Park, gibt's da jetzt endlich mal was zu sehen? Die sagen, hier alles ist so schrecklich, aber es ist ja gar nichts. Ach, hier oben kann man ein bisschen auch lang gehen, ne? Nein? Warum nicht? Gut, dann reden wir nochmal mit dem. Na, hallo, lass mich zu dem. Mein Insektendeck ist der stärkste. Ich konnte doch gar nicht gegen dich verlieren. Ich verlange Revanche. Was? Ich habe nicht R gedrückt. Ich habe nicht R gedrückt. Aber wir sind an der Reihe, okay. Na gut, dann kämpfen wir da eben doch gegen dich. Aber du hast keine Chance gegen mich. Oder vielleicht doch. Nein, du hast... Oh Gott, ich hätte mich fast selber umgebracht. Ah. Toll. Es fängt schon wieder gut an. Naja, der Part endet mit dem Kampf gegen den Insektentrainer hier. Und er hat angefangen mit dem Kampf des Insektentrainer. Natürlich super hier. Ich könnte ihn jetzt natürlich angreifen, weil dann will er mich mit dem plätten. Bringt mir nichts, aber ich greife trotzdem an. Wenigstens ein paar Lebenspunkte abgezogen, ne? 20 hier. Ist doch super. Aua. Ich darf jetzt nicht bei der Revanche gegen den verlieren. Das wäre ja peinlich. Ach, alles nur 900, Mensch. Ihr braucht mehr. Ich habe, glaube ich, habe gar keins, was mehr als 900 hat, ne? Das heißt, ich werde nicht gegen den anstinken können. Ich habe nichts, was über 900 hat. Aber egal, wir besiegen den wenigstens. So, hier. Aua, ich bin so dran, ey. Autsch. Na gut, das waren ja zum Glück nur 10, aber das waren 520. Oh Mensch, Leute. Zugende. So. Aua, 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 menschenfressendes Insekt. Hier. Feuer. Oh, zum Glück. Pounce, du bist sowas von weg, ey. Okay, jetzt muss er ja in Verteidigung sitzen. Na, ihr habt keine Chance gegen mein Feuer. Und dann setzen wir dich. Und dann greifst du an. Und du greifst an. Ich glaube, die Elemente sind echt immer stärker. Das ist zum Beispiel jetzt nicht mehr so. Die werden dann nur ein bisschen stärker. Soviel ich weiß. Und nicht mehr komplett stark. Dass die alles besiegen. Egal wie hoch der Unterschied ist. Ist ja ein bisschen unrealistisch.
Aber egal, solange es hier funktioniert, ist das super. Pounce. Zug Ende. Ah, ich bin an der Reihe. Jetzt ist es, glaube ich, so, dass man dann irgendwie 300 Punkte weniger hat, wenn man angegriffen wird von jemandem, der das Element hat, was stärker gegen einen ist. Dann bekommt man, glaube ich, 300 Punkte weniger oder sowas in der Art. Scheiße. Oh, ich hätte auch mit dem Feuerteil angreifen. Oh. Naja, egal. Zug Ende. Ja, ja, du bist in der Reihe, ich weiß. Aua. So. Tribut. Und du greifst an. Und du greifst auch an. Und dann trainiere ich im nächsten... Also ich trainiere offscreen dann, indem ich gegen No-Names kämpfe. Meine Duellantenstufe höre, ich denke mal so auf 150, 155. Und dann bilden wir uns im nächsten Part ein richtig geiles neues Deck. Zwar nicht das Ultimative, aber wenigstens schon mal ein etwas besseres. Und dann wird's... Nee, das sollte ich nicht machen. Weil das ist Wasser und Wasser wird abstinken. So und so. Und schade... Aber jetzt ist er gleich eh dran, weil er will mich angreifen. Die sind so dumm. Die greifen nämlich jetzt das an. So. Damit ich Lebenspunkte verliere, wenn es nur 20 sind. Aber dafür kann ich jetzt so machen und... Tja, null. Er hat wieder verloren. Er hat einfach keine Chance gegen mich. Dunkler Feuersoldat. Duellantenstufe liegt leider dort runter. Der ist richtig gut, ne? 4 Sterne, kein Opfer und trotzdem 1700. Richtig gut. Kiwi! Ich kann nicht gewinnen. Nicht gewinnen. Nee, kannst du nicht. Kannst du nicht. Oh, reden wir mal mit dem. Der will immer noch nichts von mir. Okay, hier ist nichts Neues. Ich hoffe, das war jetzt nicht umsonst. Sondern, dass hier jetzt irgendwas ist. Nein. Warum nicht? Hier, der Typ ist nicht mehr da. Es muss irgendwas passiert sein. Irgendwas muss passiert hier sein. Der weißhaarige Typ ist nicht mehr da. Ich habe ihn auf jeden Fall nicht gesehen. Die sind zwar immer noch da, aber... Gut. Hier ist auch nichts mehr. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Hier auch nichts. Aber egal, wir machen hier Pause. Ja, das ist die Wugi. Ja, ja, du bewunderst ihn sehr schön. Okay, und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ciao, 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 ciao. Bye, bye, bye.